Ja, ich darf jetzt schon zum nächsten Programmpunkt des Abends überleiten und zwar zur kulturellen Intervention von Nathalie Persilier. Ich habe es schon angekündigt. Es geht um eine mysteriöse Fee des Feminismus, auf die wir schon gespannt sein können. Vorab noch einige Informationen zur Performerin. Nathalie Persilier wurde in Paris geboren und hat dann hier in Berlin studiert, und zwar an der Universität der Künste und an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Für ihre Kurzfilme erhielt sie zahlreiche nationale und internationale Preise, zum Beispiel 1997 den Teddy der Berlinale für Heldinnen der Liebe. 2013 erschien dann ihr erster Langfilm, Manifesta, auch über Frauenmanifeste. Und 2014 Dings, ein Singspiel mit und für Lerene Prochain. Und sie ist auch seit 2014 eine der Vorsitzenden von Pro Quote Regie. Und damit überlasse ich jetzt die Bühne der Fee des Feminismus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Und ich danke so sehr das Gunda-Werner-Institut und die Heinrich-Böll-Stiftung, dass Sie mich eingeladen haben, mein Problem darzustellen. Ich bin der Fee des Feminismus begegnet. Schockiert Sie das nicht? Mich schon. Es war, als die große Sonnenfinsternis in Paris war. Da war ich 5. Wir spielten auf dem Schulhof der Vorschule und auf einmal kam eine Finsternis, eine Sonnenfinsternis, und es wurde wahnsinnig dunkel auf der Schule und wir wussten, das Ende der Welt ist gekommen. Unsere Mutter haben uns vergessen und die Kinder rannten wie verrückt auf dem Hof und heulten, und ich hatte eine kleine Ecke gefunden, wo ich mich verkriechen konnte zum Weinen. Und da sah ich eine kleine Maus. Sie fiepte so. Und beim näheren Hinsehen sah ich, sie hat ganz was Komisches, Gelbes auf dem Kopf. Ich sah näher hin und sie hatte so Haare. So Haare wie eine Barbie-Puppe. So ganz kurz. Ja, da habe ich gedacht, das muss ich meiner Mutter zeigen. Da habe ich meine Butterbrotdose genommen und dann klatschte sie auf die Maus und dann schob ich den Deckel darunter und dann war sie drin. Dann hörte ich sie trappen und fiepen in der Dose und auf einmal halte es in meine Dose. Bitte befrei mich. Bitte befrei mich. Dann machte ich die Dose einen Spalt offen und dann kamen Funken draus und auf einmal stand eine ziemlich dicke Frau im Nylonkittel mit so einer mehr oder weniger so gelb-blonde Dauerwelle und bequeme Schuhe. Und sie sagte, hallo, ich bin Nicole, ich bin die Fee des Feminismus, du hast 3 Wünsche. Ich war vorbereitet. Ich hatte sehr viele Märchen schon gehört und ich wusste, man muss ganz genau wünschen, sonst kann das daneben gehen. Also hatte ich Wunsch Nummer 1, ein Fahrrad wie mein Cousin, rot. Dann hatte ich Flügel zum Fliegen und dann hatte ich einen Knopf zum Unsichtbarwerden, und zwar genau hier. Da sagte die Fee des Feminismus, was hat es mit Feminismus zu tun? Und ich sagte, was ist Feminismus? Und sie sagte, du bist doch schon 5, das müsstest du doch wissen. Und dann dachte ich, weißt du, so eine Frau, das ist wahrscheinlich keine Fee, weil so sehen Feen gar nicht aus. Und ich fragte, sag mal, hat es mit Hexen zu tun? Und sie sagte, nein. Okay, ich mache das kurz. Frauen werden auf der ganzen Welt unterdrückt. Sie müssen putzen und waschen für die Männer. Ihre Arbeit wird weniger bezahlt als die von den Männern, wenn sie überhaupt bezahlt wird.
In Kriegen werden sie vergewaltigt. In Friedenszeiten werden sie verprügelt von ihren Männern. Und sie werden das schwache Geschlecht genannt. Man spricht ihnen gerne Intelligenz und jegliche Begabung ab. Sie werden als Sexsklavinnen verbehandelt und dann werden sie als Hexen verbrannt. Deshalb gibt es den Feminismus, um all das zu verändern. Ja, dann sagte ich ja, okay. Dann weiß ich meine drei Wünsche. Nummer eins, ich möchte keine Frau werden. Nummer zwei, alle Männer sollen in Schlümpfe verwandelt werden. Und Nummer drei hätte ich gern diesen Knopf zum unsichtbar werden. Und vor allem die Maus, die spricht wieder. Sie sagte, bedenke. Willst du wirklich, dass dein Papa und dein Bruder zu Schlümpfe werden? Ich sagte, ja, ja, eigentlich wäre das ganz lustig. Ja, sie sagte, du bist zu jung. Ich komme wieder, wenn du ein bisschen reifer bist. Sie wollte gehen. Ich sagte, nein, geh nicht. Ich möchte keine Frau werden. Ja, möchtest du denn ein Mann werden? Sie sagte, nö, auch nicht. Mein Gott, Walter, sagte sie, okay, ich denke darüber nach. Wusch, war sie weg. Und ich war immer noch ein Mädchen, nichts hatte sich verändert. Toll. Ja, aber dann veränderte sich doch was. Ich wurde zu einer Kostümparty eingeladen und zwar von dem tollsten Mädchen der Schule. Ich wurde sonst nie eingeladen zu so einer Party. Mit mir wurde nicht gespielt, weil ich kein Fernsehen hatte. Und ich hatte noch nie eine Serie gesehen und die Mädchen in der Schule, die spielten immer Serie. Und wenn ich mitspielte, machte ich alles falsch und niemand wollte mit mir spielen. Aber ich wusste genau, welche Serie angesagt ist. Das war Thierry Lafond. Das ist so eine Art Robin Hood für Franzosen. Und das Tollste an ihm ist, dass er unglaublich schöne Rehaugen hat. Und alle Mädchen fanden ihn so toll. Deshalb fragte ich meine Mutter, sag mal, Mama, ich hätte gern so ein Thierry Lafond-Kostüm, den habe ich im Supermarkt gesehen, den brauche ich für die Party. Und meine Mama aber, sie war gegen Konsum und war gegen solche Outfits und sie sagte, das musst du schon selber machen. Ja, dann habe ich mir ein Schwert gebastelt aus Holz und Pappe, dann habe ich ein T-Shirt von meinem Vater geschnitten und ich habe Franzen gemacht, so lendenschutzmäßig und dann habe ich also eine braune Strumpfhose als Hose gehabt. Aber das Tollste war, dann habe ich meine weiße Gummistiefel angemalt mit dem Lippenstift meiner Mutter und ich sah toll aus. Ich wusste ganz genau, wenn ich auf die Party komme und mit meinem Schwert schwinge und singe die Melodie von Thierry Lafond, na, 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 dass alle Mädchen mich toll finden werden, vor allem das schönste Mädchen bei der Schule. Ich kam auf der Party und dann war es anders. Alle Mädchen waren in Rosa, alle Mädchen waren Prinzessinnen, sie hatten Funken und so weiter in den Haaren, die alle lang waren. Und dann kam ich mir vor wie ein Ölfleck auf eine weiße Tischdecke. Ich verkroch mich auf die Toilette und ich flehte die Fee an, komm, gib mir ein Prinzessinnenkostüm und lange Haare. Und sie kam nicht. Ich kam erst, als ich 16 war wieder. Da war ich verliebt in der wunderschöne Katrin, eine Klasse unter mir. Sie war verliebt in einem Jungen in einer anderen Klasse und der war verliebt in einem anderen Mädchen. Ja, wir befanden wir uns in einer griechischen Tragödie voller unglücklichen Fixierungen. Außerdem wusste ich genau, was mir blüht. Ich hatte nämlich Gedichtsbänder von Lesben gelesen und wusste, was mich im Leben erwartet. Sehnsucht, unglückliche Liebe, Schmach und Elend. Ich hasste die Fee des Feminismus. Hatte ich gefragt, dass ich lesbisch werde?
Außerdem kam sie nie, wenn ich sie brauche. Auf einmal war sie da. Bist du schon wieder am Jammern? Sagte sie. Ich habe mir nie gewünscht, eine Lesbe zu werden, sagte ich. Sie sagte, du hast dir gewünscht, weder ein Mann noch eine Frau zu werden. Sollte ich dich in einen Hund verwandeln oder wie? Meine Güte. So. Ja, dann macht das Katrin sich in mich verliebt. Was hat es mit Feminismus zu tun? Sagte sie. Hey, ich sagte, es hat wohl was mit Feminismus zu tun. Nein! Überleg dir doch endlich so feministische Wünsche, richtige feministische Wünsche. Da gibt es welche, die noch offen sind. Ja, ich kann dir welche vorlesen. Hier habe ich immer meine Liste mit. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das wäre ein feministischer Wunsch. Geschlechtergerechtigkeit, das wäre noch was. Du kannst auch Bildung für Mädchen nehmen. Oder eine Quote. Eine weltweite Quote. Ich sagte, ich will keine Quote, ich will Katrin. Und das ist wohl feministisch. Weil wenn man sich anguckt, wenn eine Frau sich in einen Mann verliebt, was sieht sie? Nur noch den Mann. Ich habe das studiert in der Disco. Die Mädchen, die gucken nur die Jungs an. Und wenn sie ein Mädchen angucken, nur um zu gucken, ob sie schöner oder hässlicher ist. Und wenn sie mehr als ein Mädchen unterwegs sind, dann nur um über die Jungs zu reden. Während wir Lesben, wir gucken die Frauen an. So stellen wir die horizontale Beziehung zwischen den Frauen wieder her. Wir huldigen die Schönheit der Frauen, während die anderen Frauen die Schönheit überhaupt nicht sehen. Aha, sagte sie. Ich werde darüber nachdenken. Wusch, war sie weg. Am nächsten Tag kam die wunderschöne Katrin zu mir und sagte, ich muss dir was sagen. Sie wollte das nicht bei meiner Mutter sagen, so gingen wir spazieren. Und sie sagte, sie versteht das nicht, eigentlich steht sie auf Jungs, aber bei mir wäre es anders, sie würde sich total in mich verliebt haben. Und zwar, sie rezitierte mir ein Gedicht. Das habe ich jetzt mitgenommen, weil ich kann mir Texten unheimlich schnell mehr schlecht merken. Moment. Also, mir schreckt das Herz im Busen, denn wenn ich nur flüchtig blicke zu dir, dann bricht mir die Stimme und ein feines Feuer rinnt über die Haut. Zittern befällt den Leib, ich bin bleicher als Gras, dem Tod nahe schein ich, Nathalie. Sappho war ihr persönlich im Traum erschienen und hatte ihr dieses Lied vorgesungen. Und seitdem wusste sie, es gibt keine andere auf der Welt als mich. Es war Sommer. Und Katrin wusste eine Hütte, in dem ihr Vater auf der Jagd oft übernachtete. Und dort hatten wir die schönste Liebesnacht, die sie sich vorstellen können. So schön war sie, dass sie sich das wahrscheinlich nicht vorstellen können. Und wir wussten, wir bleiben für immer zusammen. Sie wollte 3 Kinder. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie das gehen soll. Das war lange vor der Zeit, in der Lesben heiraten und Kinder haben. Egal. Wir wussten, wir bleiben in dieser innigen Verbindung für ewig zusammen. Bis ihr Vater in der Tür stand. Mit seiner Flinte und mit seinem hechelnden Hund stand er da. Erwischte uns sozusagen in flagranti. Er schaute zielsicher auf dem Hals seiner Tochter und sah unzählige Knutschflecken. Sein Blick schweifte umher, sah auf meinem Hals ebenfalls unzählige Knutschflecken. Und er sagte mit einer kalten Stimme, die wie aus dem Lauf seines Gewehrs zu kommen schien, Nathalie, du gehst jetzt nach Hause. Das war's. Ich habe Katrin nie wieder gesehen. Sie ist mit ihrer Familie in den Süden gezogen. Und ich bin aus Frankreich ausgezogen nach Berlin. Ich hatte mir geschworen, nie wieder zu lieben.
Ich habe natürlich wieder geliebt und das war nicht besonders gelungen. Und so fristete ich an Dasein als Alleinunterhalterin auf Hochzeiten und Geburtstage bis zu dem Tag, wo ich mich erinnerte, ich habe doch einen Wunsch übrig. Und dieser Wunsch, der soll richtig wohlbedacht und feministisch sein. Aber das erzähle ich euch später, weil dazwischen gibt es die Panel-Diskussion. Ich weiß, es ist ein bisschen böse, aber ich bin angewiesen auf Expertinnen, wie Sie sehen, und bis später. Jetzt bitte ich die Panelistinnen auf die Bühne, bitte. So, das war jetzt ein sehr rasanter Cliffhanger, der uns hoffentlich nicht so zum Pausenfüller degradiert, aber ich denke doch, wir können Ihre Aufmerksamkeit vielleicht trotzdem ein wenig fesseln in unserer Talkrunde. Ich stelle Ihnen mal hier die GästInnen vor. Ganz außen sitzt Gesine Agena. Sie ist frauenpolitische Sprecherin und Mitglied des Bundesvorstandes von Bündnis 90 Die Grünen. Und ihr wurde das ökologische Denken quasi in die Wiege gelegt, weil sie Tochter eines Biobauern ist. Und auch für frauenpolitische Anliegen machte sie sich schon ganz früh stark. Sie hat auch im Juni 2014 mit anderen grünen Frauen einen frauenpolitischen Blog gegründet. Der heißt Grün ist Lila, auf dem eben frauen- und geschlechterpolitische Debatten vorangetrieben werden sollen. Sie beschäftigt sich auch mit der Thematik der Zeitpolitik, also der Frage danach, wie Zeiten der Erwerbsarbeit, Sorgearbeit und Freizeit partnerschaftlich und eben nicht geschlechtsspezifisch geteilt werden können. Direkt neben mir sitzt Anke Domscheit-Berg, die nach 15 Jahren in der IT-Industrie, wo sie vor allem als Managerin bei Accenture, McKinsey und Microsoft tätig war, die eben heute aktiv ist als Publizistin, Netzaktivistin und Unternehmerin zur Open Government, digitale Gesellschaft und Geschlechtergerechtigkeit. Bei McKinsey hat sie 2007 die Projektleitung der Studie Wake-up Call for Female Leadership in Europe gemacht, wo es eben um die Aufstiegschancen weiblicher Führungskräfte ging. Und sie wurde auch 2010 ausgezeichnet mit dem Frauenpreis des Landes Berlin. Sie war, was vielleicht einige von Ihnen auch sowieso schon wissen, Mitglied der Piratenpartei und Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg und ist 2014 im September aus der Partei ausgetreten. 2015 erschien ihr neues Buch, Ein bisschen gleich ist nicht genug, warum wir von der Geschlechtergerechtigkeit noch weit entfernt sind. Und dieses Buch habe ich vorhin auch schon auf diesem schönen Büchertisch da draußen gesehen, wo es auch noch ganz viele andere tolle Bücher gibt. Genau, einen Gast muss ich für heute entschuldigen. Delal Admaja ist leider erkrankt und kann heute nicht teilnehmen. Deswegen bleibt hier ein Platz sozusagen leer. Und last but not least ist hier zu meiner Linken Patrick Cartus, der als Autor, Kulturarbeiter und Filmemacher in Wien lebt. Er hat Medien und Kommunikation und auch angewandte Kulturwissenschaften studiert und promoviert derzeit an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Er hat 2013 ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Feminismus fickt, Perspektiven feministischer Pornografie, und hat auch schon mit der feministischen Pornoregisseurin Erika Lust zusammengearbeitet. Er arbeitet an verschiedenen Projekten im Bereich Kultur, Theater, feministischer Porno und Arthouse-Porno in Barcelona und Wien. Und zurzeit gibt er ein Seminar an der Kunst-Uni Linz, auch zum Thema Porno natürlich.
Genau, und um jetzt gleich nach diesen schon irgendwie sehr aufrüttelnden Präsentationen in medias res zu gehen, würde ich gerne mal mit euch darüber diskutieren, was heute noch eure Visionen für den Feminismus im 21. Jahrhundert sein können, weil das ja auch das Leitthema des Kongresses ist. Und wir haben ja diese paradoxe Situation, die Sabine Haag vorhin auch schon angesprochen hat. Und ich möchte einfach nochmal, um sozusagen dieses Panorama dessen, was im Moment im Bereich Feminismus sozusagen so alles möglich ist, auch im Bereich der Populärkultur, um das nochmal darzulegen, möchte ich einfach so ein paar Beispiele erwähnen von aktuellen Entwicklungen. Also wir haben vorhin schon das Beispiel Beyoncé gehört, die sich ja als mit großen Leuchtlettern als Feministin geoutet hat, und auch Emma Watson hat sich bei der UN für Geschlechtergerechtigkeit ausgesprochen, die Schauspielerin. Und dann sind aber in letzter Zeit auch noch andere Dinge passiert. Zum Beispiel haben wir die Nachricht erhalten, dass der Pirelli-Kalender jetzt nicht mehr von entkleideten, sondern von bekleideten Frauen bespielt werden soll. Ja? Also dass sozusagen die inneren Werte zählen. Es sollen jetzt außergewöhnliche Frauen dargestellt werden, die jetzt nicht eben für ihre normschönen Körper unbedingt bekannt sind. Ja? Oder in England wurde aufgrund öffentlicher Interventionen in der Boulevardzeitung The Sun das Page Three Girl abgeschafft, ja, das ist Barbusige, weil es dagegen eben Proteste gab. Oder jetzt ganz neu, haben Sie vielleicht auch mitverfolgt, der amerikanische Playboy denkt darüber nach, die Frauen auf seinen Seiten nur noch bekleidet zu zeigen. Ja. Hat natürlich auch marktstrategische Gründe, aber wenn wir sowas sehen, auch eben so Dinge aus der Alltags- und Populärkultur, fragen wir uns manchmal ja vielleicht, was ist da los? Hat jetzt der Antisexismus gesiegt? Ist es nur ein perfides Theater? Und wie kann sich da überhaupt ein aktueller Feminismus noch positionieren? Wie können wir da einhaken? Was ist heute noch das Unmögliche des Feminismus? Und was können wir da noch für Visionen entwickeln? Vielleicht fange ich mal bei der jüngsten Podiumsteilnehmerin an, oder geschätzt jüngst. Ich habe die Geburtsdaten nicht überprüft. Okay, gut. Ich würde sagen, ein Teil dessen, was feministische Vision oder Idee ist, ist natürlich verwirklicht. Da hätte ich jetzt nicht zuerst an die Beispiele gedacht, die du genannt hast. Aber wenn man hört, Frauenquote, ja, auch wenn es nur ein Mini-Quötchen für Aufsichtsräte ist, dann gibt es da doch erste Schritte, und ein Teil von dem, was wir, für was wir immer gekämpft haben, auch als Grüne, als Feministin, ist verwirklicht. Aber, und das hat ja Sabine Haag auch sehr gut gezeigt in ihrem Vortrag, sehr viele Dinge, die einfach in der tiefen Struktur der Gesellschaft sind, stehen dem immer noch vollkommen entgegen. Ja? Also man kann bei ganz einfachen Beispielen anfangen, wie zum Beispiel die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Man kann sich angucken, ist eine eigenständige Existenzsicherung für Frauen eigentlich heute möglich? Man kann sich die aktuelle Situation rund um Flüchtlinge in Deutschland, aber auch in der Welt angucken. Man kann sich Zahlen angucken zum Thema Gewalt. Jede dritte Frau in Europa hat schon mal Gewalterfahrung gemacht. Und dann sieht man eben, dass ganz, ganz viele Forderungen, die wir immer erhoben haben, ganz viele Visionen einer feministischen Gesellschaft noch lange nicht verwirklicht sind. Und für mich persönlich ist die feministische Vision nach wie vor, dass patriarchale Strukturen in dieser Gesellschaft aufgebrochen und langfristig abgeschafft werden. Und da ist dann vielleicht sozusagen das Unterziel, eine tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen zu erreichen, nicht nur rechtlich. Stefanie Lohaus hat es auch schon gesagt, Barbara hat es auch schon angesprochen. Rechte sind extrem wichtig, aber es geht natürlich auch um eine tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen. Und ich muss sagen, wir hatten ja diesen Vortrag von Sabine Haag vorab. Ich habe den auch gelesen. Ich fand den wunderbar. Total gut analysiert, was eigentlich das Problem ist und wo wir heute stehen. Aber mir ging es so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hat, du, glaube ich, genau, was tue ich jetzt? Ja. Und ich würde sagen, dass die Aufgabe von Feminismus im 21. Jahrhundert darin besteht, erstmal wieder deutlich zu machen, dass Feminismus nicht nur in einer Quote für Aufsichtsräte besteht, sondern dass es da um ganz andere Forderungen geht, um tatsächlich darum, die tiefen Strukturen der Gesellschaft zu verändern und die Gesellschaft umzukrempeln. Und ich glaube, das wäre eine Aufgabe, die wir alle zusammen in den nächsten Monaten, Jahren und so weiter annehmen sollten.
Und ich glaube, dass eine politische Aufgabe auch darin besteht, wenn man sich anguckt, wofür Feminismus gekämpft hat im 20. Jahrhundert, dann ging es oft vor allen Dingen darum, dass Frauen endlich auch dürfen, ja, also wählen dürfen, arbeiten dürfen, ein Einkommen haben dürfen, sich scheiden lassen dürfen und all so, sowas. Und ich glaube, im 21. Jahrhundert besteht die Aufgabe in zwei Teilen. Erstens in vielen Bereichen weiterhin dafür zu kämpfen, dass Frauen auch dürfen. Ja, also wenn es beispielsweise um reproduktive Rechte geht, wenn es um Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen geht. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, und das hat Sabine Haag auch deutlich gemacht, dass Frauen nicht immer alles auch müssen. Und darum, glaube ich, kommt es darauf an, deutlich zu machen, ja, wir dürfen heute bestimmte Sachen, wir haben mehr Rechte als früher, aber es kann eben nicht sein, dass Frauen immer noch den Großteil der Sorge- und Pflegearbeit machen müssen. Und da glaube ich, dass man da eine andere Aufteilung braucht. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man im 21. Jahrhundert erkämpfen muss. Ja. Jetzt würde ich gerne das Wort an Anke Domscheit-Berg übergeben. Würdest du dich da anschließen oder sind dir ganz andere Punkte wichtig, wenn du sozusagen visionär ans 21. Jahrhundert feministisch denkst? Also das eine schließt das andere ja nicht mal unbedingt aus. Aber ich würde sagen, neben den tiefen Strukturen haben wir es ja noch nicht mal an der Oberfläche geschafft. Also es ist ja toll mit dem Pirelli-Kalender, aber ich brauche doch nur in eine x-beliebige Spielzeugabteilung gehen. Da weiß ich ganz genau, wir sind auch an der oberflächlichsten Oberfläche noch so weit davon entfernt, ansatzweise eine feministische Realität zu erleben. Und das Gleiche, das geht weiter, wenn ich mir Kinderbücher angucke, wenn ich mir Filme angucke. Also alleine, wenn man weiß, dass vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen nur jede 11. Fernsehminute eine Regisseurin gehabt hat oder dass von Kinderfilmen nur in 24% aller Kinderfilme der ARD, ja, wir reden nicht von RTL oder so, ARD, nur 24% von Hauptfiguren in Kinderfilmen Mädchen sind oder weibliche Figuren, dann lernt man doch als Kind, und zwar männliches und weibliches Kind schon, dass Frauen eigentlich nichts zu sagen haben. Und das ist noch nicht mal Tiefenstruktur. Da sind wir gar nicht bei Gehaltsgleichheit. Ja? Dann, ich könnte ja noch, Zahlen sind immer ein bisschen langweilig, aber ich finde, diese Debatte muss man faktenorientiert führen, weil gerade nicht nur viele junge Frauen, sondern ganz viele andere Teile dieser Gesellschaft, das sagen ja auch immer wieder repräsentative Umfragen, der Meinung sind, wir sind schon längst da. Deswegen habe ich mein Buch auch so genannt, warum wir immer noch ganz weit weg entfernt davon sind, diesen Zustand zu haben, und fange auch einfach mit ein paar Zahlenkolonnen an, weil mir die auch immer so gefehlt haben in der Argumentation. Ja, deswegen nehme ich so gern Zahlen. Aber wenn man weiß, dass in filmischen Darstellungen für Kinder bei fast 70% aller weiblichen Darstellungen die körperlichen Maße komplett irreal sind, nichts mit dem echten Leben zu tun haben, könnte man ja sagen, naja, sind ja Filme, sind keine Dokumentarfilme, sondern irgendwelche Filme. Ja, wenn man dann aber mit Jungs vergleicht, da sind es nur 6%. Das heißt, Jungs haben Bilder und Bilder prägen Realität und Wahrnehmung, die der echten Welt entsprechen. Dicke Jungs sehen auch mal einen dicken Jungen im Fernsehen, lange sehen auch mal lange Jungen, kleine sehen mal kleine Jungen, aber Mädchen sehen immer nur weibliche Figuren, die sie zu fast 70% niemals erreichen könnten, weil ihre Beine wahrscheinlich nie 2 Meter lang wachsen werden, weil in ihre Taille eine Wirbelsäule Platz finden muss und alles solche Dinge. Ja? Also das sind Sachen, mit denen, also ich lege wirklich einen ganz starken Fokus auf das Thema Medien, Marketing, Werbung, Produkte. Ja, warum muss es Gewürzgürkchen für Mädchen und für Jungs geben? Das ist doch hier. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass viel mehr Menschen, egal welchen Geschlechts, ja, sich darüber aufregen und solches Scheiß nicht kaufen, sich dagegen wehren, massenhaft, ist heute viel leichter als früher, dagegen protestieren, dass sie die Firmen antwittern, anfacebooken und was weiß ich alles. Heutzutage landet ja nicht mehr jeder Brief einfach nur im Papierkorb, sondern dadurch, dass er für die ganze Welt sichtbar ist, müssen die ja in der Regel irgendwie darauf reagieren. Wir machen das viel zu selten. Das heißt, wenn wir Feminismus, ich weiß gar nicht so richtig, ob die Frage ging in eine Richtung, wie ist meine Vision einer Gesellschaft oder auf welche Art und Weise soll Feminismus heute kämpfen? Ich beantworte mal die zweite Frage. Dann würde ich mir wünschen, dass wir da wirklich viel mehr PS auf der Straße haben, mehr kleinen, großen und mittleren Widerstand leben, der eben bei solchen Dingen schon anfängt. Und da ist pro Quote Regie wichtig, weil sie dafür sorgen, dass öffentliche Gelder gerecht verteilt werden, weil sie Bilder prägen und Bilder Realität beeinflussen. Ja,
Ich habe natürlich diese Beispiele von Pirelli und Playboy sehr plakativ gewählt, weil wir wissen alle, dass die Frauen, die dann abgebildet werden, auch nicht unbedingt unseren feministischen uns feministisch gesehen glücklich machen würden. Aber nur um mal zu zeigen, was das alles für absurde irgendwie Entwicklung gibt. Ich finde ja Zahlen immer sehr hilfreich, weil dann so das Klischee von der hysterischen, überreagierenden Feministin nicht zum Tragen kommt, wenn es einfach nackte Zahlen gibt. Ich glaube, ich habe auch neulich gelesen, dass man drüber nachdenkt, jetzt jeden 10. Tatort und Polizeiruf von einer Frau Regie führen zu lassen bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das finde ich auch bemerkenswert. Ja, genau, also dass das schon eine Errungenschaft ist, also so viel zu den nackten Zahlen. Jetzt würde ich aber gerne auch dich, Patrick, fragen, ob du dich da in dem bereits Gesagten wiederfindest oder ob du nochmal einen ganz anderen Blick auf feministische Utopien hast. Nein, also zum einen glaube ich, in The Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen, sagt Kevin Spacey, der größte Trick, den der Teufel je gemacht hat, war, die Welt glauben zu lassen, er existiere nicht. Ich arbeite auch im Kulturbereich, dort waren in der Ausbildung schon 80% Frauen, ähnlich sieht es bei den Leuten aus, die dort tätig sind. Mit verblüffend vielen Einrichtungen, mit denen ich zu tun habe, haben männliche Führungskräfte, Chefs, die dann die repräsentativen Sachen erledigen und sich vorne hinstellen. In einer Zeit von Gender-Mainstreaming, Frauenförderung, Quotendiskussionen, Arbeitskreise für Gleichbehandlung und so weiter sind offensichtlich die Dinge, die viele Menschen für erreicht halten, immer noch die Utopien, die wir verfolgen müssen, schlicht und ergreifend. Ich habe aber deshalb nicht zu wenig Fantasie an andere Aufgaben zu denken, denen wir uns stellen werden müssen. Eine Sache, die mich sehr viel beschäftigt, ist, dass ich glaube, dass ein großes Problem auf uns zukommt mit Angry Young Men. Letzte Woche wurde in Wien gewählt. Ich bin aus Wien, übrigens. Es gab einen massiven Rechtsruck, den viele jetzt schieben auf die Flüchtlingskrise und die Ängste der Menschen. Aber es hat sich eine Tendenz fortgesetzt, die wir schon seit 5 bis 10 Jahren messen und die immer schlimmer wird. Und die ist bei Menschen unter 30 sind die stärkste Partei, die österreichische FPÖ, das war die Haider-Partei, die durchaus als rechtsextrem zu bezeichnen ist. Die stärkste Partei bei den Frauen unter 30 sind die Grünen. Das ist ein Trend, der sich weiterhin fortsetzt. Also abgesehen davon, dass mir das Sorgen macht, ob sich bald niemand mehr fortpflanzt, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie eine fahrradfahrende, Jutebeutel tragende Frau einen rechtsextremen Glatzkopf daten möchte. Also ich abgesehen von diesem Problem werden wir uns überlegen müssen, ob nicht, da zeige ich wieder, dass ich aus dem Film komme, ich stehe auf David Fincher Filme, aber ob bald Fight Clubs Realität werden und was wir uns überlegen müssen, wie wir an Männlichkeit arbeiten müssen, um das keine Wirklichkeit werden zu lassen und abzufangen. Aber abgesehen davon glaube ich, viele Herausforderungen, die sich stellen, die sehr von feministischem Interesse sein können, werden über neue Lebensmodelle, Wohnmodelle nachzudenken, um in dieser binären Geschlechterrealität nicht nur das Berufliche, sondern auch das Private, was ja ineinander verzahnt ist, weshalb das eine vielleicht nicht so ganz resolut funktioniert, wenn man denkt, eine Glasdecke beruflich zu durchbrechen, wenn man nicht auch Männer und das Geschlechterverhältnis im Privaten völlig neu organisiert. Ich glaube, die einzigen Leute, die glauben können, ob Feministinnen oder nicht, dass wir da vieles erreicht hätten, sind Leute, denen es wahrscheinlich zu gut geht. Aber wie genau kommen wir denn dahin, die Geschlechterverhältnisse auch nachhaltig im Privaten zu verändern? Also ich meine, das wird ja jetzt schon seit Jahrzehnten von FeministInnen engagiert versucht, aber scheinbar immer noch nicht mit dem notwendigen Erfolg. Also was wäre jetzt da deine Antwort? Also bei vielen Dingen, glaube ich, sind wir ziemlich fantasielos. Seit 3 oder 4 Jahrzehnten wird nicht mehr ernsthaft, sondern gelegentlich vielleicht mal über andere Liebesmodelle nachgedacht. Jetzt kommt Polyamory, wird wieder aus der Schublade gekramt. Aber wie viele Leute versuchen sich ernsthaft daran, solche Modelle zu leben? Also wir sind doch, ich finde, unsere Zeit ist eine ziemlich langweilige, konservative, wo jetzt nicht viele Leute Experimente eingehen. Sei es, geht es jetzt mal darum, neue Beziehungsmodelle zu finden, neue Familienmodelle zu finden, jenseits von diesem Patch, von dieser Patchwork-Idee oder serieller Monogamie. Also
ich glaube, da könnten wir noch ganz viel ausprobieren. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob dadurch strukturelle Geschlechterungleichheiten auch quasi mit aus dem Fenster fliegen oder nicht. Wie seht ihr das? Also ich meine, ich weiß, du hast dich auch mit neuen Zeitmodellen beschäftigt für eine partnerschaftliche Neuausrichtung. Siehst du da irgendwie Potenzial? Siehst du es ähnlich, dass wir sozusagen zu wenig wagen, oder verortest du die Probleme an einer anderen Stelle? Ja, finde ich schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Und ich meine, das Problem ist ja, ich bin in der Politik aktiv. Das heißt, als Grüne gucken wir erstmal immer die Strukturen an und gucken gar nicht so sehr, wie verändern wir jetzt das Leben von den Menschen, sondern wir versuchen, die Strukturen so zu machen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, anders zu leben. So. Und da ist es beispielsweise so, dass wir als Grüne gerade diskutieren, jetzt unabhängig von diesem Zeitthema, überlegen, wie man andere Familienformen rechtlich absichern kann. Also wie kommen wir raus aus diesem Denken, es gibt die Ehe und dann öffnen wir vielleicht die Ehe, wenn sich die Union irgendwann dazu bequemt oder es eine andere Regierung gibt, sondern wie schaffen wir daneben ein Konstrukt, in dem andere Formen von Familie tatsächlich auch rechtlich abgesichert sind. Und bei den Zeit oder bei der Diskussion über Zeit geht es im Grunde genommen um das Gleiche, ja, Strukturen zu schaffen, staatlich, damit Menschen sich Zeiten von Erziehung, Zeiten von Care-Arbeit gleichberechtigt aufteilen können. Ja, und Anke, also du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit medial übermittelten Bildern. Siehst du da ein Problem darin, dass sozusagen immer noch das tradiert wird, was sozusagen schon uralt ist und dass überhaupt keine Alternativen denkbar sind, weil die Leute immer nur mit den gleichen Bildern zugeballert werden? Ich glaube schon, dass das eine ganz große Rolle spielt. Und wenn man sich Schulbücher heute anguckt, die werden ja auf Länderbasis entwickelt, das heißt, da gibt es eine Bandbreite, aber relativ viele davon, die man sich anschaut, sind immer noch extrem konservativ. Auch da gibt es Zahlen, ja, so ein Standard-Schulbücher sind nur 35% der berufstätigen weiblichen Geschlechts, in dem sind fast alle Lehrerinnen im Buch. Also da fällt einem ja nichts mehr dazu ein. Also wir müssen also wirklich an diesen Bildern arbeiten und das muss halt extrem früh anfangen und auf diese Weise kann man dann vielleicht auch in familiären Verhältnissen Dinge verändern. Also was ich zum Beispiel total interessant finde, ist, gerade wenn wir beim Thema Zeit ja waren, wie verändert sich der Anteil von Zeit zum Beispiel für Hausarbeit durch Heirat? Und wie groß sind die Unterschiede zwischen Ost und West? Ich bin ja also geborene, aufgewachsene Ossi, das heißt, ich habe einen sehr starkes Interesse daran, auch die Zahlen mal so zu halbieren und zu gucken, wie ist es denn da, wie ist es denn da. Und ich kann versichern, in fast allen Fällen, die irgendwie mit Geschlechter zu tun haben, sind die Zahlen so dramatisch unterschiedlich zwischen Ost und West, als würde ich Italien mit Skandinavien vergleichen. Das ist wirklich krass. Also jetzt mal wertfrei, aber zum Beispiel ja, ich gebe es zu, es war nicht wertfrei. Am Beispiel Zeitverteilung, ja, also wenn ich als durchschnittliche Westfrau heirate, steigt mein Zeitpensum für Hausarbeit um 80% an. Und das von dem Mann sinkt. Ist doch total toll. Die Lebenserwartung von verheirateten Männern steigt auch. Von verheirateten Frauen sinkt sie. Also rein rational, wären wir ein Homo oeconomicus weiblichen Geschlechtes, würden wir nie heiraten. Und wahrscheinlich auch nicht in wilder Ehe leben, weil möglicherweise sind die Unterschiede dann nicht so groß. Bei Ostpärchen sind diese Effekte wahrnehmbar, aber ganz klein. Also wenn man sich da diese Linie anguckt, ja, den Graph von wie viel Zeit verwendet man für Hausarbeit, dann gibt es da so ein kleines Zähnchen, das geht so ein bisschen hoch, sind vielleicht 10-15%. Also wirklich relativ wenig. Ostmänner nehmen häufiger Elternzeit, länger Elternzeit, häufiger frei, wenn ein Kind krank ist. Das sind doch interessante Unterschiede. Und man findet, es wird viel zu selten die Debatte geführt, warum ist das so? Man kann doch im Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall nicht mehr nur sagen, da sind ja viele Väter gerade mal geboren worden damals, zumindest frühe, junge Väter. Man kann das ja nicht mehr alles nur auf, naja, das war ostdeutsche Indoktrination schieben. Das sind also kulturelle Komponenten, die überlebt haben in die heutige Zeit, die offenbar andere Modelle auch in einer Standardfamilie mit Papa, Mama, Kindern ermöglichen. Und da genauer hinzugucken, warum ist das wieso? Und ich glaube nicht, dass es nur an Kindergärten liegt, die es da mehr gibt. Und dann zu überlegen, wie kriegt man sowas auch in die westliche Hälfte reingetragen? Und auch im Osten sind ja nicht die Männer zu 50% Elternzeit zu Hause. Also auch da ist ja noch was zu machen. Aber wie kriegt man das hin? Und die Bilder und das quasi mediale und Schulbücher und so weiter sind halt ein Weg, das zu machen.
Soap-Operas zum Beispiel. Ne? Es gibt ja nicht umsonst Lieblingsberuf Polizistin bei ganz vielen Mädchen, weil die halt auf einmal massenhaft in Tatörtern auftauchen. Und nicht mehr nur als in Plastik eingewickelte Leiche, was immer noch ein bisschen zu oft ist. Aber sie können wenigstens auch hier und da mal einen Mord aufklären. Das hat wirklich zu Veränderungen geführt im realen Berufswunschleben. Und das reicht aber nicht. Also nur Pathologin und Tatortkommissarin ist halt nicht genug. Und da ist ein bisschen Vielfalt gefragt. Darf ich kurz, das erklärt auch ganz gut, wie... Das erklärt doch ganz gut, wie eine Veränderung von solchen Lebensmodellen gute gesellschaftliche Einflüsse haben können. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt nicht nur zwei Elternteile, sondern drei oder vier. Ich meine, dann kann nicht mehr beim monogamen heterosexuellen Pärchen an der einen Frau die ganze Pflege- und Erziehungsarbeit hängen bleiben, die dann nicht mehr weiß, wie sie in einem 50-plus Karriere-Ding mit ihren männlichen Kollegen konkurrieren soll, die eine gratis Angestellte zur Verfügung hat. Ich glaube, das ist mehr oder weniger das Konzept der traditionellen Ehe, so wie ich es verstanden, so wie ich es erlebt habe. Ja, also ich glaube, wir sind uns hier wahrscheinlich relativ einig, dass sozusagen die Macht kultureller Stereotype und auch irgendwie medial vermittelter Bilder oder auch eben über Schulbücher, ja, die sind ja auch sehr mächtig, dass die eine sehr große Rolle spielt. Aber die Frage, die da sich ja wieder aufdrängt, hat auch sozusagen einen starken Bezug zu dem, was Sabine Haag vorhin gesagt hat. Wie schaffen wir es da eben nicht, neue normative Bilder zu schaffen, die so ein Gefühl des Müssens verbreiten, ja, also dass jetzt sozusagen es den Paradigmenwechsel gibt von Frauen dürfen dies und jenes nicht, aber sie müssen jetzt Karriere machen, sie müssen, was weiß ich, polyamorös lieben oder was auch immer man sich dafür neue Normierungen vorstellen kann, ja, also wie können wir sozusagen dieser Aneignung der Rhetorik der Wahlfreiheit durch ja neoliberale Strategien, wie können wir die umgehen oder wie können wir das torpedieren. Habt ihr da zündende Ideen? Na, für mich ist es wirklich wichtig, den Begriff der Geschlechtergerechtigkeit mit dem Begriff der Freiheit zu verbinden. Und zwar der Freiheit für alle Geschlechter. Also auch jenseits dieses nur zwei Geschlechter. Ja? Ich finde es nämlich auch schwierig, wenn immer wieder argumentiert wird, und ich höre das tatsächlich sehr oft, auch wenn es hier im Raum vielleicht nicht so präsent ist, aber ich höre halt sehr, sehr oft in Debatten das Fix the Woman-Topic, ja. So nach dem Motto, mach doch mal ein Training hier und ein Training da und so auftreten oder so auftreten, so anziehen oder so anziehen und noch ein Bluse, ein Knöpfchen mehr zu und was weiß ich, ja. Oder auf, je nachdem, mit wem man gerade redet. Aber für mich ist halt wichtig, dass es eben nicht nur um wir Frauen wollen mehr Rechte und mehr Freiheiten geht, sondern es geht genauso um Männer und alles dazwischen, die mehr Freiheit brauchen in ihrer Entscheidung und wie sie gerne leben und lieben wollen. Und das findet mir noch ein bisschen zu wenig statt. Und ich glaube, das wäre ein Vehikel. Wenn man also zum Beispiel mal Eltern von Kindern näher bringt, wie bescheuert so ein weibliches Ü-Ei ist, dann ist das ja nicht nur für Mädchen bescheuert. Die können nämlich immer noch das andere Ei kaufen, ohne dass sich jemand blöd findet. Aber ein kleiner Junge, der unbedingt dieses Mädchen-Ei haben will, der wird blöd angeguckt. Wenn ein Mädchen sich mal verkleidet, also wir haben es ja jetzt gerade anders gehört in dieser kulturellen Intervention, aber heute kann man eigentlich als Mädchen auch mal als Pirat kommen. Es gibt übrigens inzwischen pinkfarbene Piratenkostüme, aber man kann ja auch ein normales nehmen, wo man wirklich wie Piratin aussieht. Man kann damit irgendwo hingehen. Man kann aus Lego kann man irgendwie Todessterne bauen als Mädchen. Man kann Roboter machen. Man wird wahrscheinlich cool gefunden. Aber wie cool wird ein Junge gefunden, der als Prinzessin kommt? Das geht ja gar nicht. Das heißt, eigentlich ist die Einschränkung der Freiheit für Jungs wirklich größer als für Mädchen. Glaube ich ganz fest. Und deswegen ist, wenn man hier mehr Freiheit erreicht für alle Geschlechter, ist das wirklich für Frauen gut, für Jungs gut, für Männer gut und am Ende für alle eine Frage der Freiheit, sich so leben zu können, wie man es wirklich selber will. Und das kann eine beliebige Schattierung und Mischung von allem Möglichen sein und muss eben nicht nur mit einer bestimmten Stereotypen-Erwartung zu tun haben, die einerseits an Geschlecht geknüpft sein kann oder einfach nur, wie ist ein angepasster Mensch zum Beispiel immer berufstätig und was weiß ich, alle diese klassischen normativen Geschichten, die sind ja nicht nur an Geschlecht gebunden, sondern von Männern erwartet man solche Dinge ja auch, ja, nur eben jetzt auch von Frauen und ich finde eigentlich beides blöd. Aber
Aber wie kann man denn diesen Zuwachs an Freiheit jetzt zum Beispiel, sagen wir mal ganz plakativ, dem stiernackigen FPÖ-Wähler aus Simmering vermitteln? Oh Gott. Jetzt vielleicht auch eher so. Vielleicht jetzt kein auch so Sex ganz mit allgemein. Nazis wäre vielleicht tatsächlich keine schlechte Idee. Die meisten Leute hier waren auch noch gar nicht in Simmering, glaube ich. Das ist blöd, dann sehe ich aus wie ein Pessimist. Ich bin nämlich fast so weit, mir zu denken, vergessen wir die einfach, fangen wir bei den Kids an. Da kann man irgendwie noch was erreichen. Versuchen wir den sozialen, ich meine, das sind ja, dort, wo die meisten Wahlergebnisse haben, das sind in Orten, wo es soziale Spannungen gibt oder sozial minderbemittelte Leute leben. Nehmen wir den sozialen Druck von Leuten, die in diesen Gegenden leben. Vielleicht bessert sich die Sache dadurch, ansonsten würde ich echt bei der Jugend anfangen. Aber gerade bei der Jugend, bei den Kleinsten gibt es ja so eine sehr, für mich selber auch immer wieder überraschende, auch so eine binäre Normierung, die viele von uns in ihrer eigenen Kindheit eben nicht kannten. Das ist ja das Paradoxe, nicht? Einerseits gibt es die große Freiheit, alles zu werden, eine Bundeskanzlerin, wenn man Glück hat oder auch nicht, oder Astronomin oder Hausfrau, aber trotzdem gibt es jetzt eine viel stärkere Zuspitzung auf diese Rollenbilder. Ja? Also einerseits gibt es diese großen Freiheiten und dann auch den Zwang, daraus was zu machen, aber andererseits sind sozusagen die sexistischen Rollenbilder immer stärker verengt worden wie in den letzten Jahren. Wie passt das zusammen? Das passt total gut zusammen. Also ich habe ja mal BWL studiert und Marketing und sowas alles und ich weiß, dass die 25 Milliarden Euro, die in Deutschland nur für Werbung ausgegeben werden, jedes Jahr nur in Deutschland 25 Milliarden Euro, dass man das nicht macht, weil man gerne Geld verbrennt, sondern weil man damit Effekte haben will. Und wenn man zum Beispiel Spielzeug vertickern will in einem schrumpfenden Markt, in Klammern immer weniger Kinder, ihr kennt die Geschichte, dann muss man sich was anderes ausdenken. Und was denkt man sich als Marketingmensch aus? Man teilt eine Zielgruppe auf eine Art und Weise, wo man zum Beispiel ein Spielzeug von Bruder an Schwester nicht mehr vererben kann. Auch nicht die Jeanshose, weil die jetzt auf einmal rosa Blümchen drauf hat. Also man versucht, mehr Zeug zu vertickern. Und deswegen haben wir diese Erfahrung früher tatsächlich nicht gemacht. In meinem Alter, also als ich Kind war, vielleicht lag es auch an DDR, aber ich glaube, im Westen war das auch nicht so krass mit dieser Segregation. Da konnte man in den Spielzeugladen gehen, da gab es ein Regal 0 bis 3, 1, 3 bis 6, 1, 6 bis 12 und dann hat man nach Kindesalter gekauft. Das war auch ein Freiheitsgrad für Kinder. Heute geht man da rein und man sieht schon auf 50 Meter Entfernung, welche Etage ist für Mädchen gedacht, glitzert, ist rosa und so weiter, ihr kennt das. Und die andere Hälfte, Abenteuer, Wild, Grusel, Technik und sowas, die für Jungs. Und es ist natürlich so, dass wenn Kinder von klein auf, da kann ich als Mama oder Papa noch so versuchen, neutral zu erziehen. Ich kann diese 25 Milliarden Euro nicht ausblenden. Ich kann nicht ausblenden, wie Filme sind. Ich kann nicht ausblenden, wie die Aushänge sind an Zeitungskiosken. Ich kann nicht ausblenden, wie die anderen Menschen herumlaufen auf der Straße. Das alles prasselt ja auf Kinder heute ein. Und dann ist überhaupt kein Wunder, dass die mit 3 ganz natürlich nur noch rosa am schönsten finden, wenn sie weiblichen Geschlecht sind. Deswegen muss man da anfangen. Nur über Repräsentationskämpfe werden wir die Probleme nicht lösen. Nur weil wir in Kinderbüchern lauter männliche Lehrer drin haben, wird es nicht mehr männliche Lehrer allein durch so eine Maßnahme geben. Ich habe, wenn ich schon 2 Politikerinnen hier habe, ist es vielleicht ganz gut, eine Idee anzubringen, weil mir hören die sonst so wenig zu. Wie wäre es denn damit, die Kontroverse aus der Debatte um die Frauenquote rauszunehmen und es um eine Männerquote zu ergänzen und zwar für Männer in Pflege und im Erziehungsberufen und so weiter und es dann überhaupt nicht, nennen wir es dann nicht Geschlechterquote, sondern Fairnessquote oder Ausgleichsquote und es ist vielleicht kein Politikum mehr? Naja, es gibt ja immer, nur um das kurz einzuordnen, es gibt ja natürlich schon lange die Debatten um den Girls' Day und den Boys' Day in den Schulen, wo jetzt geschlechterunspezifische Berufe nahegebracht werden sollen, aber viele von Ihnen im Publikum kennen wahrscheinlich auch die Kommentare von Maskulinisten in Foren, die dann immer sagen, ja, wir brauchen aber auch eine Bauarbeiterquote und Frauen müssen auch 7 Jahre früher sterben, kommt dann vielleicht auch noch, weil Männer ja irgendwie eine geringere Lebenserwartung haben durch den Alleinverdiener, Stress etc. Von daher denke ich mir, das ist natürlich ein guter Ansatz, das fällt von anderer Seite aufzurollen, aber ich sehe schon mit Schrecken die ganzen maskulinistischen Kommentare, die da wieder kommen.
Ja, und ich sehe vor allen Dingen die Frage, welche Männer man dann auswählt und verpflichtet, sozusagen dann im Erziehungsbereich zu arbeiten. Also ich finde das an sich auch gut, aber ich glaube, also ich denke erstens auch, dass es wichtig wäre, mehr Männer in diesen Bereichen zu haben, allein wegen der Sozialisation von Kindern, ja, weil wenn Kinder aufwachsen damit, es sind immer die Frauen, die sich um mich kümmern, dann wachsen die auch auf mit dem Bild weiblich und Frau sein ist im Grunde genommen, ja, sich kümmern um andere, während Männer weiterhin in den harten Berufen arbeiten. Schon allein deswegen wäre es sinnvoll, aber ich bin der Meinung, dass Männer in diese Berufe gehen werden, vor allen Dingen dann, wenn es für diese Berufe auch eine bessere Bezahlung gibt, ja, und entsprechend auch diese Berufe mehr mit Prestige ausgestattet sind, so. Und insofern glaube ich, nicht der einfachere, aber der bessere Weg dahin, mehr Männer in diese Berufe zu bekommen, ist tatsächlich die bessere Bezahlung, die wir natürlich als in erster Linie erstmal dafür wollen, weil Frauen in diesen Berufen sind und die auch jetzt schon den gleichen oder sozusagen Recht auf den gleichen Lohn für gleiche Arbeit haben. Aber das würde vielleicht auch dazu führen, dass mehr Männer in diese Berufe gehen. Ich wollte aber eigentlich auch noch mal was sagen zu dieser Frage mit dem Leistungsgedanken. Das ist natürlich die eine Sache mit der Sozialisation. Wie kriegen wir Kinder dazu, schon was anderes zu lernen? Ich bin aber auch davon überzeugt, dass staatliche Strukturen ihr Übriges tun. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Westmänner geht, die deutlich weniger zu Hause bleiben, deutlich weniger Kinder erziehen, sich deutlich weniger Zeit erübrigen für Kinder, Hausarbeit, Care-Arbeit, dann liegt das eben auch an staatlichen Strukturen, wie beispielsweise dem Ehegattensplitting. Und solange diese Strukturen so sind, wie sie sind, genau, aber wie du ja schon zu Recht gesagt hast, gab es auch im Osten, gibt es eine andere Geschichte, eine andere Prägung und im Westen gibt es halt immer schon dieses Bild und das wird weiterhin mit 20 Milliarden Euro im Jahr gefördert, dass im Grunde genommen die Rollenverteilung in Partnerschaften so ist, dass die Frau tendenziell im Minijob oder gar nicht arbeitet und der Mann Vollzeit. Und das ist einfach ungerecht und darum glaube ich, wenn man über Veränderung und Selbstbestimmung nachdenkt, dann muss man auch die staatlichen Strukturen so ändern, dass Kinder auch andere Rollenvorbilder haben. Ich muss jetzt auch noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu diesem Quotenthema. Also ich habe ja schon 1 Milliarde Mal dieses Argument gehört oder schriftlich als Kommentar gekriegt. Das ist immer das Gleiche. Wo bleibt die Müllfahrerquote und so weiter? Dahinter steckt aber ein extrem großer Denkfehler. Weil wozu ist Quote denn da? Quote ist bekanntermaßen ja nur eine Krücke. Und zwar, weil es nicht von alleine läuft. Eine Quote macht man nur dann, wenn es echte Barrieren gibt, die gegen Gerechtigkeit wirken. Wo bitte ist die Barriere, die einen Mann daran hindert, Kindergärtner zu werden? Außer die im Mann selbst. Niemand hindert einen Mann daran. Wozu soll ich also eine Quote haben? Soll ich die verhaften und sagen, du wirst jetzt zwangsverpflichtet? Muss man Managerinnen verhaften und zwangsverpflichten, in einen Aufsichtsrat zu gehen? Die möchten gerne, sie können auch, aber sie dürfen nicht. Wo bitteschön gilt das für irgendeinen Kindergärtner? Nirgendwo. Da sind die Tore offen wie Scheunentore, aber sie haben keinen Bock. Kann man machen? Nix, theoretisch. Ja, ich kann sie jedenfalls nicht zwingen und eine Quote bringt da gar nichts. Das ist wirklich ein Denkfehler, weil die Quote da nicht funktioniert. Weil sie nicht funktioniert, aber sie schadet auch nichts und es wäre ein gutes Signal. Signal von der Politik zu zeigen, dass man Männer dort haben möchte. Wie soll ich denn eine Quote durchsetzen? Gehe ich nach Alphabet und jeder dritte Mann wird Kindergärtner? In welcher wo gibt es eine Quote, wo irgendwelche Leute genommen werden? Das ist genauso, das ist die Umdrehung derselben Fantasie, dass Frauen genauso in Führungspositionen in der Wirtschaft irgendeinen Job kriegen würden, für den sie nicht qualifiziert sind. Keine Quote funktioniert so. Naja, aber das Problem ist ja, dass es gar nicht genügend Männer gibt, die sich überhaupt... Es gibt keine Barriere für willige Männer in diesen Frauenberufen. Die gibt es nicht. Also brauche ich auch keine Quote, um diese Barriere zu überwinden. Ein Symbol, nichts weiter. Ja, aber es ist ein sinnloses Symbol. Also tut mir leid. Und sinnloses Symbol. Und weil ja auch immer zu den Müllfahrern noch was ganz Interessantes. Also die aus Berlin kommen, vielleicht kennen die sogar die Geschichte. Ja, es kommt ja immer, warum werden die nicht Müllfrauen? Mich hat vor vielen Jahren in Berlin mal eine Frau angesprochen und hat gesagt, sie möchte ums Verrecken gerne Müllfrau werden. Im Moment würde sie nämlich in der Altenpflege arbeiten. Stinkt, schwere Arbeit, Schichtdienst. Sie ist alleinerziehend, hat mehrere Kinder. Und so ein Müllfahrer stinkt auch schwere Arbeit, kriegt aber das dreifache Gehalt, hat nur Frühschicht und ist zu Hause, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Sowas will sie auch. Sie hat sich schon 1000 Mal beworben, sie wurde nicht mal eingeladen. Das gab es dann ein paar Jahre, dieses Problem, aber irgendwann wurde eine Chefin der BSR als Vorstandsvorsitzende berufen. Und die hat festgestellt, dass immer nur Männer eingeladen werden. Und die hat tatsächlich eine Frauenquote für Müllmenschen quasi, ne, beim Einstellen.
Und auf einmal sind einem tatsächlich auch mal Müllfrauen begegnet. Das sind immer noch nicht viele, aber interessanterweise haben die Müllmänner sich dagegen gewehrt mit dem Argument, es wertet ihren Job ab. Das fand ich schon voll interessant, ja. Das ist das gleiche Argument, was DAX-Vorstände benutzen, in Klammern männliche. Ja, ich glaube, da sind wir auch schon bei einem Punkt, der immer wieder kommt, der auch sehr viele Diskussionen und Ambivalenzen hervorruft in feministischen Diskussionen. Wie sollen wir uns mit der Rolle der Männer im Feminismus befassen? Sollen Feministinnen Männer ermuntern mitzumachen? Sollen die von sich aus mitmachen? Sollen die ihr eigenes Ding machen? Sollen die ihren Söhnen und Töchtern irgendwelche Rollenbilder vorleben oder sich einfach zurückhalten und solidarisch zeigen? Was sind eure Ideen oder eure Wünsche dazu? Vielleicht fangen wir mal mit dir an. Wir haben jetzt ein Exemplar der männlichen Spezies hier auf dem Podium. Ich glaube, es wäre schlichtweg einfach sinnvoll, mit Männern darüber zu reden, dass sie Feminismus genauso brauchen. Und das genauso wichtig für sie ist. Genauso wie es wichtig wäre, ihnen zu zeigen, dass es einen Sinn für sie hat, sich selbst dafür zu öffnen, Kompetenzen zu entwickeln, die sie für Pflege- und Erziehungsaufgaben vorbereiten würden, oder dass es genauso gut für sie wäre, wenn sie diese Kompetenzen hätten, diese Berufe zu ergreifen, denn das existiert am Horizont der meisten Menschen nicht in dieser Form. Und woher soll es denn passieren? Also es ist einfach zu sagen, Männer haben ja keinen Bock drauf, das zu machen, also müssen wir da eh nichts erleben. Also irgendwas werden wir uns überlegen müssen, die dahin zu bringen. Na, also ein Argument dazu fiel ja schon, dass der Bezahlung, was glaube ich sehr viele Männer doch noch davon abhält. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der schon lange diskutiert wird, aber es geht natürlich auch um Vorbilder, um Rollenmodelle, die vielleicht viel zu wenig verfügbar sind. Was sind eure Ansätze? Also wir hatten beispielsweise in der Grünen Partei vor einigen Jahren ein grünes Männermanifest, wo einige grüne Männer, einige sind auch hier, sich zusammengetan haben und aufgeschrieben haben, wir wollen keine Machos mehr sein. Wir sind aufgewachsen mit der Frauenquote, wir finden das gut, wir finden Feminismus gut, wir wollen das unterstützen und wir wollen eben auch aus diesen Rollenbildern raus, die Anke Domscheit-Berg gerade angesprochen hat. Und ich fand das damals sehr, sehr gut. Das war, glaube ich, auch für die Grüne Partei gut. Aber danach ist so ein bisschen, naja, das so ein bisschen im Sande verlaufen, war mein Gefühl. Und mich fragen sehr, sehr, sehr oft Leute, vor zwei Tagen eine Besuchergruppe, wieso immer noch diese Frauenpolitik bei den Grünen? Nehmt doch mal die Männer mit, nur mit denen geht's doch eigentlich. Und meine Antwort ist da immer, ich finde es wunderbar, wenn sich auch Männer, feministische Männer organisieren, den Feminismus unterstützen, Frauenpolitik, Geschlechterpolitik unterstützen, aber es ist sozusagen nicht meine Aufgabe, primär als Frauenpolitikerin sozusagen die Männer da jetzt zu animieren tatsächlich. Insofern, ja, würde ich sagen, ich finde es gut, wenn Männer mitmachen. Ich fand es beim Frauenkampftag Bündnis wunderbar. Da waren wahnsinnig viele Männer mit auf der Straße. Aber es war eben nicht so, dass sie sozusagen, oder es war eben so, dass sie für Feminismus und auch für eine moderne Geschlechterpolitik auf die Straße gegangen sind. Und das fand ich wunderbar. Also meine Meinung ist ein kleines bisschen abweichend. Wir leben nämlich in einer patriarchalen Gesellschaft, in der mehrheitlich Männer das Sagen haben. Und wenn wir dann davon ausgehen, na, ist nett, wenn sie was machen, aber ich persönlich kümmere mich nicht drum, dann kann das auch bedeuten, dass die halt wenig machen. Und dass die Sache so bleibt, wie sie ist, und zwar unbefriedigend. Deswegen glaube ich, um wirklich in eine feministische, geschlechtergerechte Gesellschaft rüber zu entwickeln, da geht es überhaupt nicht ohne Männer. Wir gehen ja auch nicht zu Menschen mit anderen Hautfarben hin und sagen, schaff doch mal alleine den Rassismus ab. Ich meine, kein Mensch käme auf die Idee. Aber warum sollen wir denn alleine als Frauen Diskriminierung abschaffen? Das schaffen wir doch auch nicht. Deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass man sich darum kümmert, dass Männer mitmachen. Und ich bin stolz auf jeden Einzelnen, der das macht. Ich kenne auch Feministinnen, die sagen, Feminist kann man nur sein, wenn man weiblichen Geschlechts ist. Für mich ist Feminist jeder, der zwei Überzeugungen hat. Nämlich erstens, Frauen sind Menschen und zweitens, alle Menschen sollten gleiche Rechte haben. Mehr gehört für mich nicht zu Feminismus. Wenn das Männer sind, ist großartig. Also mein Mann, der macht bei He4She zum Beispiel mit und ich finde es toll. Und der versucht auch möglichst viele andere Männer davon zu überzeugen, sich dafür einzusetzen, weil, wurde schon gesagt, ja nicht nur Frauen was davon haben, sondern auch Männer was davon haben. Im Übrigen gibt es tatsächlich Studien, die nachweisen, dass bei geschlechtergerechter Arbeitsteilung im Haushalt mehr Sex passiert und Männer glücklicher sind.
statistisch signifikant Männer glücklicher, mehr Sex. Vielleicht müssen wir mit solchen Argumenten mal kommen und diese Studien öfter mal, dann, dass sich da was bewegt. Ja, ich denke, wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage hier nur auf dem Podium. Dann würde ich gerne dem Publikum auch die Möglichkeit geben, mitzudiskutieren. Wir waren ja wahrscheinlich alle schon auf relativ vielen solchen Diskussionen und es ist sozusagen immer das Anliegen sehr stark, das Alltägliche auch sozusagen zu lösen. Also man landet dann eben bei dem Thema der Partnerschaftlichkeit, der Arbeitsverteilung, Rollenbilder für Kinder etc. Aber wir sind natürlich auch eine relativ homogene Gruppe, trotz aller Unterschiede. Es gibt ja noch sehr viele mehr Positionen, die Frauen betreffen, die Frauen vertreten. Ja, also es gibt Feminismus von Women of Color, es gibt Transfeminismus, es gibt Xenofeminismus, der eben technologische Visionen entwickelt. Es gibt Leute, die überhaupt Geschlecht radikal abschaffen wollen, die wollen dann überhaupt nicht mehr über partnerschaftliche Arbeitsteilung diskutieren und eben auch nicht über alltägliche Dinge, sondern tatsächlich über, was weiß ich, Cyborg-Visionen. Und meine Frage ist da, kann heute Feminismus sozusagen diesen explodierenden Kern noch als Klammer zusammenhalten, als transformative gesellschaftliche Kraft wirken? Oder werden wir durch unsere unterschiedlichen Privilegien und Positionen und Prägungen, werden wir da so stark auseinanderdividiert, dass es nicht möglich ist, gültige Ziele für alle Frauen oder Leute, die sich als Frauen fühlen, zu formulieren, ohne Leute auszuschließen? Wie ist euer Zugang zu dieser doch recht schwierigen Frage? Das ist nicht nur eine schwierige, sondern auch eine wirklich wichtige Frage. Wobei wir aber in den letzten Jahren, nehme ich zumindest da, eine gewisse Entwicklung wahr. Dass man also schon mal anfängt, sich dessen bewusst zu werden, dass wir einen relativ, also mehrheitlich nicht alle, aber doch einen relativ einseitigen, weiß geprägten Feminismus hier leben. Und dass wir darüber hinaus müssen, dass wir also auch von dieser Binarität der Geschlechter langsam doch deutlicher wegkommen und dass wir aber noch nicht weit genug sind, was die innerfeministische Toleranz angeht. Und das für mich auch Feminismus bedeutet, Vielfalt im Feminismus zuzulassen. Also ich habe mich sehr lange zum Beispiel für die Quote in Aufsichtsräten eingesetzt und war da gleichzeitig Mitglied in zwei Vereinen. Der eine wollte mindestens 40%, der andere 30%. Und beide konnten nicht verstehen, wie ich gleichzeitig Mitglied in beiden sein konnte. Weil es doch nur eins davon richtig. Aber das ist doch Bullshit, ja? Beides ist besser als das, was wir haben und das eine ist vielleicht ein kleinerer Schritt, das andere ein größerer, aber beide sind auf dem gleichen Weg, in die gleiche Richtung. Und das, glaube ich, müssen wir uns noch viel öfter selber sagen, wenn wir vielleicht viel zu schnell Schwestern und vielleicht auch Brüder, ich würde fast sagen, verurteilen, nur weil sie nicht die richtige Form, Schattierung und Ausprägung von Feminismus haben, die wir persönlich gerade am richtigsten finden. Feminismus kann das aushalten und Feminismus muss das auch aushalten. Insofern beim nächsten Mal sitzt hier bestimmt auch eine feministische Muslima mit auf dem Podium. Ich würde das sehr begrüßen. Es gibt Positionen, da ist das schlichtweg nicht möglich, auf beiden Seiten zu sitzen. Das ist, wenn wir zum Beispiel reden über Anti-Porno und Sex-Positive-Feminism, da kann ich mich nicht auf beiden Seiten stellen, wenn ich für feministische Pornografinnen in Produktionen arbeite und die andere Seite uns in die Illegalität pushen möchte. Das heißt nicht, dass man sich nicht punktuell, wenn es um andere Dinge geht, wenn es um häusliche Gewalt geht, auch mit einer Emma zusammenschließen könnte. Also ich würde nicht verstehen, wieso man so eine allumfassende, so eine Klammer ausrufen müsste. Das ist ja nicht so wie beim Fußballverein, dass die Emma der HSV ist und den halte ich dann im DFB-Pokal in der Liga und beim Europapokal, wenn sie dann jemals erreichen wird, zu, sondern ich überlege mir das genau und in auf welchen Feldern, in welchen Deutungskämpfen, in welchen was auch immer, ich stets und ständig neue Allianzen bilden muss. Und dort, wo wir sie nicht finden, finden wir sie nicht. Und dort werden wir in einem Wettstreit sein, wer sich schließlich auch durchsetzt innerhalb eines Feminismus. Ich finde das recht normal und verständlich. Ja. Pragmatischer Zugang zu strategischen, auch temporären Allianzen und Gesine. Also ich finde auch, das hat beispielsweise beim Frauenkampftag sehr gut geklappt. Da waren ja wahnsinnig viele völlig zersplitterte Organisationen dabei, die völlig unterschiedliche Zugänge zu Feminismus, zu Frauen, zu Geschlechterpolitik hatten. Und es hat schon zweimal geklappt, 2014 unter dem Motto Still Loving Feminism
und 2015 unter dem Motto feministische Kämpfe verbinden, dass diese ganzen unterschiedlichen Gruppen und Individuen sich in diesem Bündnis zusammengeschlossen haben, obwohl es da so unterschiedliche Positionen gab und eben aber auch eine große Anziehungskraft hatten offensichtlich für sehr, sehr viele Leute, die diese Streitereien gar nicht mitbekommen haben und dann trotzdem auf die Demo gegangen sind. Und ich finde, das waren jetzt so in den letzten beiden Jahren zwei sehr, sehr gute Positivbeispiele, wie es eigentlich laufen sollte. Nichtsdestotrotz, wir haben beispielsweise, oder was ich immer sehr stark erlebe, ist tatsächlich auch diese Debatte über Sexarbeit. Und da glaube ich, dass es wichtig ist oder dass es mir immer ein Anliegen, das auszudiskutieren. Und man kommt da irgendwann nicht mehr weiter, weil einfach die Positionen sich gegenüberstehen. Aber trotzdem anzuerkennen, dass die andere Seite eben auch vielleicht einen feministischen Antrieb hat, ja, und dass die andere Seite vielleicht aus ihrer Richtung, aus der sie kommt, auch einen relevanten und legitimen Punkt haben kann. Das finde ich immer ganz wichtig, damit diese Grabenkämpfe oder diese tendenziell Themen, worüber man sich spaltet, nicht dazu führen, dass so eine Bewegung dann am Ende zerbricht. Genau, aber vielleicht da auch nochmal, bevor es jetzt die Möglichkeit zu Fragen gibt, nochmal der Brückenschlag zu Sabine Haag, die ja vorhin auch gesagt hat, man muss auch sozusagen Unterscheidungslinien ziehen und eben nicht überall, wo Feminismus draufsteht, ist Feminismus drin. Also wenn jetzt zum Beispiel Feminismus instrumentalisiert wird, um gegen Geflüchtete vorzugehen und da irgendwie Leute, die sonst das Wort Patriarchat nicht in den Mund nehmen würden, sagen, man müsse da unsere Frauen beschützen und unsere Gesellschaftsordnung, dann denke ich, ist es doch schon auch wichtig, gewisse Linien zu ziehen. Absolut. Also ich würde sagen, die Grenze ist immer da erreicht, wo das Wort Feminismus oder der Begriff Feminismus benutzt wird, um andere Menschen, warum auch immer, auszugrenzen, wegen der Hautfarbe, wegen der Religion oder der Herkunft. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Genau, das ist jetzt vielleicht auch ein guter Punkt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, zu kommentieren, nachzufragen, einzuhaken. Es gibt wieder ein Saalmikro hier vorne, Stefanie Lohaus. Danke. Ich habe eine Frage an Patrick. Und zwar wurde das am Anfang erwähnt, aber dann wurde da gar nicht mehr so richtig Bezug drauf genommen. Warum interessierst du dich für feministische Pornografie? Puh, da muss ich jetzt in meine Kindheit zurückgehen oder ich weiß nicht, oder meine Psychogramme aufstellen. Ich habe irgendwann vor 8 Jahren hat mich eine Freundin darauf hingewiesen, dass das existiert. Ich hatte bisher bis dato nicht am Schirm, dass das überhaupt möglich ist. Und ich fand das so fantastisch zu sehen, dass in einem Bereich, in dem nicht nur die Möglichkeit nach wie vor sehr eingeschränkt ist, dass Frauen in Schlüsselbereiche, in Schlüsselpositionen vordringen, sondern wo es einfach schlichtweg undenkbar war und für viele Menschen auch immer noch ist, dass Frauen dort ihr eigenes Ding machen, nach so langer Zeit Feminist Sex Wars, es einfach Frauen gab, die gesagt haben, wir warten jetzt nicht mehr drauf, ob das alle cool finden, wir fragen jetzt nicht um Erlaubnis, weder Vertreterin des Feminismus, noch jetzt die Leute, die die Infrastruktur in der Pornoindustrie halten, sondern wir gehen da einfach rein und wir machen das Ding jetzt einfach. Und ich fand das so Hammer und war so begeistert davon, dass ich mir gedacht habe, ich schau mal, ob ich denen irgendwie zur Hand gehen kann. Aber ich glaube, aber hast du nicht auch mal geäußert, ich glaube in einem Interview mit Woman, der österreichischen Mainstream-Frauenzeitschrift, dass du auch davon angesprochen warst, dass eben Mainstream-Pornografie, von der man ausgeht, dass sie eher für hetero-Männer gemacht wird, dass die eben auch sehr limitierend ist und dass überhaupt nicht alle Männer darauf Bock haben, was ihnen da sozusagen für eine vorgefertigte Sexualität oder was ihnen da so gespiegelt wird, was ihr eigenes Begehren sein soll. War das auch ein Punkt? Ja, absolut. Also der Ausgang dieses Gesprächs, wo mir diese Freundin dann danach, wir haben über Pornografie geredet, bei einem Drink, dass alles so ein Einheitsbrei wäre, so ein langweiliges, immer dasselbe, sehr stereotyp, sehr klischeebeladen, wo auch Männlichkeit sehr monolithisch dargestellt wurde und auch nach wie vor wird. Und die hat mir dann ein paar Tage später einen Link geschickt zum ersten Kurzfilm von Erica Lust. Dort wurden damals, fand ich zumindest, sehr anders als im Mainstream,
auch Bilder vom Begehren, von den Rollen und so weiter gezeigt. Und ich glaube auch, und Erika ist auch sehr überzeugt, oder die, die Frauen im BIS, die versuchen, ihre eigene Pornografie zu machen, sind auch sehr überzeugt davon. Und ich glaube, das zeigt sich auch in deren Publikumszahlen, dass wirklich viele, viele Männer überhaupt keinen Bock haben auf die Pornografie, die der Mainstream anbietet und sich nicht darin repräsentiert sehen, weder in der Rolle, die Männer darin haben, noch in dem männlichen Begehren, das darin gezeigt wird, das sehr leistungsorientiert ist. Männlichkeit allgemein ist so eine Identität, die sehr, sehr an, an Leistung aufgehangen wird, was sehr, sehr weg ist von den Bedürfnissen, Vorstellungen vieler Männer. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, was unter feministischer Pornografie, was das genau gemeint ist, weil irgendwie ich für mich jetzt doch raus, dass diese Pornografie ja doch wieder für Männer gemacht ist. Vielleicht könntest du erklären, was unter feministischer Pornografie genauer gemeint ist. Sie ist nicht für Männer gemacht, aber es ist eine, die im Endeffekt auch für Männer angenehmer ist, weil sie nicht versucht, ich meine, das ist nicht ein Ding, das das Ganze dann umdreht. Also Mainstream-Pornografie, die Frau existiert darin eigentlich nur, um männliche Bedürfnisse zu befriedigen. Also selbst wenn man im Mainstream, ich versuche nicht so ins Detail zu gehen, selbst wenn weibliche Lust im Mainstream-Porno vorhanden ist, dann ist sie nur dazu da, um im Endeffekt die männliche Leistung zu spiegeln. Also nicht ernsthaftes weibliches Begehren. Das versuchen die zu öffnen. Sie drehen es aber im Femporn nicht nur um, wo quasi der Mann dann dieses Instrument dafür ist, weibliche Lust zu befriedigen, sondern im Endeffekt versuchen sie gleich einen realistischeren Zugang zu finden. Also sie machen es nicht für die Männer, sondern sie machen es in erster Linie für Frauen als Frauen, die ihre eigene Vision von Sexualität, Begehren und so weiter durchspielen, aber im Endeffekt landen sie bei etwas oder versuchen sie bei etwas zu landen, das halt alles ein bisschen realistischer darstellen möchte, offener, freier und so weiter. Also Frauen können für Frauen keine heterosexuelle Pornografie produzieren, das verstehe ich, ich verstehe den Schluss nicht ganz. Es können heterosexuelle Frauen für heterosexuelle Frauen Pornos produzieren, glaube ich. Spielen muss durchaus auch Männer mit. Ja, gibt es noch andere Reaktionen aus dem Publikum oder Fragen? Ja, da hinten ist noch eine Frage. Oh, ja, und am Gang auch noch. Aber zuerst war, glaube ich, da die Dame links. Ach so. Ja, ich finde, das hat mir gut gefallen, wie Sie die Beispiele, die Sie aufgeführt haben aus den Medien und aus der wahren Welt und so weiter, das ist mir wirklich überhaupt nicht neu, aber ich finde es trotzdem sehr gut, dass Sie das angeführt haben. Aber ich möchte mal anbringen, was mich eigentlich viel mehr bewegt, wenn ich zum Beispiel von Medien, wenn ich in die Zeitung gucke und ich sehe immer nur, also wenn irgendwo Unglück ist, Krieg und so, weinen nur Frauen. Männer haben, kommt nicht drauf an bei Männern. Oder die frieren. Männer haben auch Blut und Knochen und Fleisch. Die frieren auch. Und ich weiß gar nicht, also wieso sind die Frauen so unempfindlich dagegen? Ich verstehe das gar nicht. Also die russischen, also tollen Frauen, die ich toll fand und wirklich auch emanzipiert, nicht nur auf das weibliche, auf den weiblichen Vorteil, sondern wirklich die, die ich wirklich bewundere, das waren die russischen Soldatenmütter, die also in Krieg rausgezogen sind und haben ihre Söhne zurückgeholt. Sowas bewundere ich. Aber wenn man immer nur sagt, ja, ich möchte es eigentlich noch besser haben und angenehmer und so weiter, ich weiß nicht, das ist schon schön. Also es kommt mir luxuriös vor. Und eigentlich ist dieses Bild, was ihr alle offensichtlich ganz unempfindlich in der Zeitung jeden Tag seht, dass eben die armen Flüchtlinge, ja, da sind immer nur die Mütter und Frauen, das sehe ich, aber auf den Bildern auch Männer, die haben Kinder auf der Schulter und die frieren auch. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso ist denn das, wieso nehmt ihr das Bild so hin, dass Männer können auch im Krieg fallen, das ist ja nicht so schlimm, aber die armen Frauen, die Familien oder bei, oder auch immer, wenn irgendwelche Unglücke passieren, da wird immer nur Mitleid mit den Familien, aber mit dem, der da verunglückt ist, überhaupt nicht. Ja. Also, ich kann mir den Schuh nicht anziehen, weil ich das nicht hinnehme und auch sehr problematisch finde. Es ist tatsächlich in Medien so, dass zum Beispiel Männer in Expertenrollen vorkommen und Frauen in Opferrollen, ganz weit überdurchschnittlich, obwohl sie in der Realität seltener Opfer sind als Männer. Das wissen nicht mal alle, aber Männer sind viel häufiger Opfer, weil sie oft Opfer von anderen Männern sind.
Also das finde ich auch eine Benachteiligung von Männern, weil es ja auch ganz oft heißt, so und so viele Tote, darunter x Frauen und Kinder. Das für mich hört sich das auch an, wie das eine Leben ist mehr wert als das andere, was ich persönlich nicht okay finde. Mir tut jeder leid, der da verletzt wird oder fällt. Also in meinem Buch kann man das auch nachlesen als eine Forderung, dass das eine realistischere Darstellung werden muss, aber in beide Richtungen. Frauen sind auch Expertinnen, man sollte ja auch in Talkshows nicht immer nur als Betroffene befragen zu irgendeinem Thema, egal welches, sondern auch mal als Subject Matter Expert, findet ganz selten statt, aber umgekehrt auch Männer in einer Opferrolle darstellen, denn sie sind in Opferrollen. Es passt nur nicht in das Männlichkeitsklischee und deswegen wird es nicht gemacht. Das ist ein anderer Fall von Stereotypisierung, ist ein Problem, aber wir sehen das durchaus auch so. Genau, also das, was Sie benennen, ist ja natürlich auch eine Auswirkung des Patriarchats, dass Männer als stark und hart gesehen werden, eben als Projektil sozusagen, nicht als Wunde. Und das ist natürlich auch was, gegen sich der Feminismus richtet, würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit für zwei Fragen. Ich habe noch da eine gesehen und da, achso. Also ich glaube hier, mit der Brille, hier hinten. Sie hatte sich schon länger gemeldet. Wir, glaube ich, bleiben bei den Medien, studiere selber Medienwissenschaften. Und ich wollte mich erkundigen nach eurem Standpunkt zwischen dem Verhältnis zwischen Feminismus und dem Netz vor allem, weil mir da was Ambivalentes auffällt. Zum einen ist das, dass man als Feminazi bezeichnet wird in manchen sozialen Netzwerken, wo es sehr männerdominierend ist, dass man als Feminist natürlich erstmal direkt abgestempelt wird und gleichzeitig einige Aktionen wie der Hashtag Aufschrei doch sehr erfolgreich waren und dann auch durch die ganzen sozialen Netzwerke gingen. Also seht ihr das eher zum Beispiel als Netzwerke, als Echo der Gesellschaft sozusagen, also im Sinne von, sind wir im Netz eher hinter dem Feminismus im realen Leben oder ist der Feminismus im realen Leben eher stärker? Ich weiß nicht, ob ich mich da so verständlich ausgedrückt habe, aber. Also ich bezeichne mich auch als Netzfeministin oder werde von anderen so bezeichnet. Und ich wurde gerade vor ein paar Tagen bei einer anderen Konferenz gefragt, also was überwiegt jetzt in deiner Wahrnehmung, in deinem Internet-Erleben, der Hass oder die Inspiration, sag mal eine Prozentzahl. Also eine schwierige Frage, kann man eigentlich gar nicht drauf antworten. Ich habe mir irgendeine Zahl aus dem Bauch gezogen, die einfach nur mein eben so ein Gefühl widerspiegelt. Und für mich ist es 80%, wow, ist geil, ja. Ich bin also Twitter-fanatisch, würden manche vielleicht sagen. Also ich benutze das sehr viel als primären Informationskanal, als Kanal, Dinge zu verbreiten, die ich für wichtig finde, andere Menschen davon zu überzeugen, zu mobilisieren, also als DDR-Ossi 1989 war das deutlich schwieriger, Menschen zu mobilisieren, weil man hatte nur so eine verdammte Schreibmaschine vom Großvater, die hat maximal 2 Kohlepapierkopien herstellen können. Also heute schreibe ich einen Tweet und erreiche 17.000 Menschen auf einen Schlag. Okay, die lesen nicht alle meine Tweets, aber theoretisch. Ja, also man kann viel mehr heute mit diesen sozialen Medien erreichen. Trotzdem ist es richtig, dass es ganz oft asoziale Medien sind. Weil auch ich wurde schon als Feminazi bezeichnet. Man hat mir angeboten, mehrstündige Busfahrten durch Indien zu spendieren. Man weiß, was das heißt, ja. Das war direkt eine Woche, nachdem das in Indien damals passiert ist. Es war also in aller Präsenz. Also so eine Dinge passieren. Und die passieren sehr oft. Und praktisch jeder Feministin, die im Online-Raum irgendwo unterwegs ist, die haben das alle erlebt. Und zwar ganz oft und ganz viel. Und da finde ich, dass wir als Gesellschaft noch ganz viel lernen müssen. Ich meine, das Internet gibt es gerade ein paar Jahrzehnte. Empathie lernen wir, wenn wir 3 sind, ungefähr, über diese Spiegelneuröhnchen. Wir sehen also, wie ein Gegenüber reagiert, wenn wir was sagen oder tun, was das Gegenüber verletzt. Im Internet habe ich diesen Sofortspiegel aber nicht. Und ich habe zusätzlich den Effekt, den ich beim Mobbing im Schulhof habe, dass viele im Online zwar zugucken und vielleicht was doof finden und die Stirn runzeln, aber das sehe ich auch nicht. Das heißt, gefühlt ist es, alle sind gegen mich, einer sagt was Fieses, keiner sagt was dagegen. Und das müssen wir mit der Zeit lernen, das zu verändern. Wie können wir empathisch sein im digitalen Raum, ohne dass wir ein Gegenüber sehen? Wie können wir einander beistehen, weil wir ja das lesen als Dritte und auf diese Art und Weise verhindern, dass sich sowas weiter fortpflanzt? Weil im Moment gucken viel zu viele Menschen immer nur zu und dann passiert es immer mehr. Das ist ja nur nicht umsonst so, dass wir auf der Straße relativ selten Menschen begegnen, die andere Menschen anbrüllen und sagen, hier bist du eine blöde, fette Kuh. Wenn das jemand täte,
dann würde es eine soziale Sofortreaktion geben von den Menschen, die herumstehen. Vielleicht noch nicht genug, aber deutlich mehr als online. Da kann auch im Zweifel gar nichts passieren oder ein paar Leute klicken sogar noch Like. Wir müssen also diese soziale Kontrolle da auch ausüben und Menschen verklickern, das, was du machst, ist nicht okay. Und zwar so, dass es fühlbar und spürbar ist. Und dann können wir vielleicht in eine Gesellschaft kommen, wo man auch als Frau den digitalen Raum, der ein öffentlicher Raum ist, gleich sicher betreten kann. Das ist im analogen Raum ja auch nicht überall der Fall. Ja, geh nicht nachts in den Park und so. Aber auf eine andere Art und Weise tut es online auch weh. Und es ist ein öffentlicher Raum, den müssen wir verteidigen. Und es hilft da auch nicht zu sagen, na, das Internet, müsst ihr doch wissen, das ist da halt so. Also mehr Teflon, ja, wieder das mit der harten Pelle. Das ist nicht die Welt, die mir vorschwebt. Ich will ja auch nicht irgendwie mit einem eisernen Jungfrauengürtel durch den Park gehen, nur damit mich keiner vergewaltigt. Ist ja genauso bescheuert, der Gedanke. Wir müssen also als Gesellschaft gemeinsam etwas dagegen tun. Genau. Jetzt würde ich sagen, es gibt noch Gelegenheit zu einer Frage, dann kommt ja nochmal die Fee des Feminismus zurück und danach gibt es sicher noch Gelegenheit, mit einigen von uns zu diskutieren. Jetzt die letzte Frage. Wer hatte sich schon ganz lange gemeldet? Ja, sag mal wo. Hier direkt am Gang. Ja. Hier, bitte. Letzte Frage. Und wenn es jetzt keine Frage ist, sondern mehr eine Anmerkung, so, also nachdem das super eben so um diese Männerquote bla bla hin und her ging, irgendwie blieb das dann für mich so auf dem Stand stehen, naja, wenn wir jetzt in Pflegeberufen mehr zahlen, dann machen das Männer auch. So, ist ja jetzt komisch, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft irgendwie Männer und Frauen verschieden gerne Geld haben möchten, aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Also, und vor allem ist diese Barriere, die Anke vorhin angesprochen hat, nicht nur im Kopf von dem Einzelnen, sondern der ist eben auf eine bestimmte Art sozialisiert. Und auch Jungs sind daraufhin sozialisiert, dass man nun mal irgendwie als Mann überhaupt nichts mehr gilt, wenn man in einem Pflegeberuf arbeitet. Dass man, warum Krankenpfleger werden, wenn ich auch Oberarzt sein kann, dann kann ich Leute rumkommandieren, das gehört zu meinem Männerbild dazu. Warum sollte ich Kindergärtner werden, wenn ich keine, also wenn das diesen Männlichkeitsbild eigentlich einen totalen Abbruch tut, weil Pflegen tun ja nur Frauen und kümmern können ja nur Frauen und das hat überhaupt keine Eigenschaften, die ich als Mann haben muss. Und entsprechend, um diese Identität irgendwie zu wahren, kommt man gar nicht erst auf die Idee. Und deshalb, das ist keine Barriere, die nur in diesen Köpfen existiert und irgendwie, wo der Einzelne dann sich mal eben drüber hinwegsetzen könnte, sondern das erfordert eine ganze Menge Kraft. Wenn man da politisch irgendwas gegen machen will, dass das so starr ist, dann müsste man, ja, weiß ich auch nicht, irgendwelche tollen Projekte in Schulen fahren oder so, keine Ahnung. So Plakatkampagnen funktionieren meistens auch nicht so gut. Also da müsste man halt irgendwie ein bisschen härter gegenwirken. So. Ja, es war jetzt zwar nur als Kommentar gedacht, aber ich merke, es juckt hier alle in den Fingern, was zu sagen. Da würde ich sagen, das ist euer aller Schlusswort, bevor wir dann der Fee des Feminismus lauschen. Ach, mir ist nur eingefallen, ich habe einen Freund, der ist Kinderkrankenpfleger. Als der auf diese Station wollte, musste der mal gegen einen Generalverdacht an, dass er pädophil ist. Und das ist mehr als eine Barriere, die nur sagt, Männer haben keinen Bock drauf, weil sie zu wenig dort verdienen. Ja, ich denke auch, es geht um beides. Ja, es geht darum, dass Rollenbilder verändert werden. Das gelingt durch Sozialisation so, aber es gelingt eben auch durch Strukturen. Und da ist diese Geldfrage schon eine entscheidende, weil damit schon auch Prestige und die Frage, wie wertvoll gilt die Arbeit, die da gemacht wird, zusammenhängt. Und darum glaube ich, dass genau diese Frage, wie kommen Männer in Pflegeberufe, beziehungsweise wie können wir die Berufswahl ein bisschen mehr von der Frage trennen, welches Geschlecht man hat, dass das ganz wegweisend auch eben mit der Frage zusammenhängt, wie viel Geld und wie sozusagen werten wir eigentlich diese typisch weiblichen Berufe auf. Und das ist eben leider heute immer noch die Geldfrage. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Also ich glaube auch, dass sie das nicht gesagt hat. Aber das habe ich nicht gesagt, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht ganz grundsätzlich darum, dass wir diese Berufe aufwerten, ja, und besser bezahlen. Ich habe bloß gesagt, dass dadurch, glaube ich, wenn man das tut, dass sich dadurch auch dieses Geschlechterbild ein bisschen wandelt.
weil 80% der unterbezahlten Berufe von Frauen ausgeübt werden. Deswegen wird schlechte Bezahlung mit Weiblichkeit assoziiert. Das vielleicht nur als Randbemerkung. Aber ich wollte mit einer Geschichte antworten, die unterstreicht, was da im Publikum gesagt worden ist. Das Gymnasium bei uns in der Nähe, Norden von Brandenburg, Gymnasium liegt am Rand von MacPom. Dort gibt es für alle neuen Klässler, und zwar egal ob Männlein oder Weiblein, ein Sozialpraktikum von einer ganzen Woche. Da müssen die entweder in Altersheim oder Kindergarten. Auch Jungs. Das ist also mehr als ein Girls' Day oder Boys' Day, ist eine ganze Woche von morgens bis abends. Unser Nachbarsjunge, 9. Klasse, war im Kindergarten. Nach Ablauf dieser Woche kam er total euphorisch, ich begegnete ihm, fragte, wie war denn deine Woche da? Und er sagte, oh, das war so toll und die Kinder liebten ihn und er hatte Spaß und jeder Tag war einfach so geil, er hatte richtig Freude. Und ich war schwer beeindruckt. Und dann sagte ich ihm, sag mal, wenn das irgendwie so dein Ding ist und du von dir auch gerade sagst, du kannst das total gut, man denkt ja in der 9. Klasse langsam über Zukunft nach, wäre das vielleicht was für dich? Und er guckte total entsetzt und er sagte nicht, das ist doch so schlecht bezahlt. Das kam überhaupt nicht als Argument. Er sagte nur, das kann ich doch nicht machen. Ein Junge macht sowas nicht. Das war das Einzige, was er sagte. Selbst nach einer Woche ausprobieren und feststellen, dass er das super kann und alle Kinder ihn total genial fanden. Und das ist deswegen, glaube ich, dass diese Barriere noch eine größere ist als das Geld. Und das ist dann wieder eine Frage mit den Rollenbildern. Da haben wir eigentlich schon über vieles geredet, was ja heute noch nicht funktioniert. Das heißt, alles das müssen wir eben auch anfassen. Und natürlich schließt es bessere Bezahlung überhaupt nicht aus. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein schöner Appell, um dieses Gespräch zu beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen DiskutantInnen und auch beim Publikum. Und wie gesagt, es gibt dann sicher im Anschluss noch die Möglichkeit, das ein oder andere Gespräch weiterzuführen. Jetzt verabschiede ich mich hier und euch auch vom Podium und bitte nochmal die Fee des Feminismus-Geschichte auf die Bühne. Nathalie Persilier, bitte. Sie sehen, das ist nicht einfach mit dem Wünschen. Und als ich dachte, ich habe einen Wunsch, Sie erinnern sich, ja, ich hatte nur noch einen Wunsch. Dann habe ich angefangen, mich mit Feminismus zu beschäftigen und da habe ich gedacht, wow, ich verstehe das nicht. Mir sind die Frauen total auf die Nerven gegangen. Ich meine, ich verstehe das nicht, warum sie waschen und putzen für die Männer. Warum zwingen sie nicht die Männer zu putzen und zu waschen? Warum fahren sie sie nicht um, wenn sie so schlecht Auto fahren? Warum bringen sie die nicht am Morgen um? Ja, warum? Habe ich mir gedacht. Und dann, also Sie haben ja gesehen, da gibt es ja viele Vorschläge und damals hatte ich überhaupt keine Ahnung und ich dachte, Mensch, die Frauen auf Demos, wie sie auffallen durch ihre Opferrolle und immer diese Larmoyanz und diese total monotone Stimme, ist doch zum Kotzen. Und dann sagte meine Freundin Petra, Nathalie, bilde dich ein bisschen weiter, das ist echt peinlich, was du da erzählst. Gab mir ein Buch und dann las ich und ich konnte meine Augen nicht glauben. Im Mittelalter waren alle Menschen Knechte, eben alle. Und ob man jetzt auf dem Acker gearbeitet hat oder in der Küche, das war eben Arbeit, musste getan werden. Und dann, als die Menschen frei von Geld und Land wurden, riefen die Manufakturen hier. Und dort wurde die Arbeit bezahlt. Während die Arbeit zu Hause nicht bezahlt wurde. Und dann war eine Arbeit wertvoll und die andere wertlos. Damit fängt's schon an. Ja, und dann, die Arbeit in Manufakturen, die war ja so schrecklich, da haben viele Leute gedacht, ey Mann, ich werde lieber vagabund, als ich mich da in diese Fabriken da abrackere. Und Frauen wurden auch Vagabundinnen. Aber was ist eine Frau, die Vagabundin ist? Sie ist freiwillig. Sie wird vergewaltigt. Dann bleibt dir nur noch die Prostitution. Dann musst du wieder waschen und kochen für die Männer, weil sie kein Zuhause haben. Und dann wurde per Erlass verboten, dass Frauen alleine wohnen. Dann wurde per Erlass verboten, dass Frauen zu zweit wohnen. Denn was wollen Frauen, die zu zweit wohnen, anderes als Prostitution? Und Frauen, die allein stehen, waren sowieso ein bisschen verdächtig.
Aber dafür gab's die Hexenverfolgung. Da könnte man jede Frau, die einem auf die Nerven ging, anzeigen, und zwar anonym. Dafür wurde Briefkästen in den Kirchen hingestellt. Das hat doch System, das ist ja Absicht. Und dann fragt ihr euch, was haben denn die Männer gemacht, um ihre Frauen, Schwestern und sonst was zu schützen? Ja, das frage ich mich auch. Was haben sie denn getan? Ja, was soll man sich da wünschen? Also ich bin für bewaffneter Widerstand. Jetzt habe ich gehört, man könnte erwägen, alle Jungs sollen rosa tragen. Ja, oder alle Frauen werden lesbisch. Auch eine Möglichkeit. Aber es gibt auch andere Probleme, wie wir auch heute besprochen haben. Es gibt Elend auf der Welt, es gibt Kriege, es gibt Tote, es gibt Rückenschmerzen, es gibt den Kapitalismus, die Flucht, alles. Und wie soll ich das mit einem Wunsch lösen? Da rief ich ja die Fee. Ich sagte, sag mal, gibt es nicht andere Leute mit so einem Wunsch offen? Wir könnten uns vernetzen. Das ist nicht mit einem Wunsch zu lösen. Und sie sagte, nee, nur. Jetzt, ich warte 35 Jahre, dass du endlich deinen Wunsch sagst. Kurz vor der Rente, ich warte immer noch. Ja. Ich sagte, seit wann haben Feen Rente? Und sie sagte, hast du eine Ahnung? Wie ich Fee wurde. Da saß ich an der Kasse, kommt ein Kunde und sagt, Nicole, möchtest du Fee werden? Und er sagt, nee, eigentlich nicht. Sagt, das hast du dir doch so gewünscht, Nicole. Sagt sie, wann denn? Als ich 12 war, meinst du? Aber jetzt kurz vor der Rente mache ich das bestimmt nicht mehr. Und da hat der Typ auf sie eingeredet, der hat ihr gesagt, Mensch, wenn du denkst, du gehst mit 60 in Rente, nee, die wird heraufgesetzt. Und dann deine Rente, die wird auch noch halbiert, weil eine neue Währung eingeführt wird. Und wenn du auf die 35-Stunden-Woche wartest, da hast du dich geschnitten. Die kommt nicht. Ja, dann hat sich Nicole überreden lassen. Dann kam sie in so eine Art Raum, da waren zwei Türen, da war ein Typ dazwischen und er sagte, es gibt nur noch zwei Ressorts für Feen. Links Feminismus, rechts Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da hat Nicole gesagt, okay, ich will lieber an der Kasse, aber wenn es nichts anderes nicht gibt, dann nehme ich Feminismus. Dann ging sie durch die Tür und da war ein Gang durch Licht. Und dann kamen überall Stimmen und so weiter. Und dann am Ende des Tunnels, das war am Tag der Sonnenfinsternis, da war sie eine Maus und traf mich. Und dann sagte sie, weißt du jetzt deinen Wunsch oder weißt du ihn nicht? Ja. Na, ich sag, nee, ich muss noch ein bisschen nachdenken. Sagte sie, okay, ich warte aber nicht mehr lange. Ja, dann habe ich gedacht, seien wir einfach radikal, zurück zum Matriarchat. Wollen wir das wirklich? Oder wollen wir lieber sowas wie bedingungslosen Grundeinkommen vielleicht? Wäre das, ja, ich weiß nicht. Also es sind alles Möglichkeiten, die sich jetzt anbieten. Ich weiß es ja wirklich auch nicht. Und wie wir sehen, das ist nicht einfach ein Wunsch. Und dann habe ich gedacht, gut, ich gucke vielleicht in der Tierwelt. Wissen, da gibt es auch Matriarchatsformen. Elefanten. Habe ich gedacht, alle werden Elefanten. Da habe ich gedacht, wir haben dann vielleicht ein Platzproblem. Dann habe ich gedacht, gut, in der Vogelwelt vielleicht, aber da habe ich gedacht, no, bloß nicht. Ihr wisst alle, wie schön männliche Enten sind und wie langweilig weibliche. Und dann habe ich gedacht, Eulen. Die sind doch toll, oder? Ja, ne, Eule in Athen, ja, danke für die vordere Reihe. Genau, das macht sehr viel Sinn. Und dann sind sie so still und wenn sie fliegen und dann diese Augen. Ja, und dann dachte ich, nee, also Mäuse, das ist auch wieder ein Problem. Und deshalb, weil ich sehe, dass wir hier alle suchen, ich setze heute auf eine Schwarmintelligenz. Es gibt sicher hier, gerade hier in diesem Raum, und deshalb bin ich hier jemand,
der vielleicht diesen Wunsch weiß. Und wenn nicht, wir können auch Arbeitsgruppen gründen. Deshalb bitte schreibt mir an dringend@dieheldinnen.de, bitte notieren, dringend@dieheldinnen.de, weil ich sage es los, Leute, das ist dringend. Die Fee des Feminismus wartet nicht mehr lange. Ich danke Ihnen.